Im Jahre 1984 präsentierte das Museum Schloss Moritzburg in der Elsterstadt erstmalig eine Dauerausstellung zur Geschichte des Kinderwagens und der Zeitzer Kinderwagenindustrie. Damals waren die Ausstellungsstücke in zwei großen Räumen im Erdgeschoss untergebracht. Wir haben uns mit der Museumsleiterin Christine Otto im Museum getroffen und sie zur Ausstellung befragt. Also hier in der Ausstellung haben wir ungefähr 180 Kindersport- und Puppenwagen, die Sie ansehen können. In der Sammlung gibt es aber wesentlich mehr. Wir haben mittlerweile mehr als 600 Kindersport- und Puppenwagen. Die haben wir über die letzten Jahre zusammengetragen und wir wollen deshalb also auch die Ausstellung modernisieren und erweitern, sodass man dann noch mehr Kinderwagen hier bestaunen kann. Und was ist das älteste Modell? Das älteste Modell ist ein Wagen von 1860. Der sieht noch ganz aus wie ein Handwagen vom Untergestell her und da ist obendrauf eine schöne Wanne aus Korb, aus Weidengeflecht montiert. Der ist in der Firma Ernst Albert Näther, der ersten Kinderwagenfirma, die hier in Zeitz urkundlich bezeugt ist, hergestellt worden. Woher stammen die ganzen Kinderwagen? Die allermeisten stammen aus Zeitzer Produktion. Also Zeitz ist eine Hochburg des deutschen Kinderwagenbaus gewesen und hier waren zwischenzeitlich bis zu 20 Kinderwagenfirmen ansässig gleichzeitig. Und das hat sich eigentlich also auch bis in die jüngste Vergangenheit gehalten, bis in die DDR-Zeit. Und erst dann ist es weniger geworden. Aber es gibt nach wie vor eine Nachfolgerfirma, Zekiva, hier in Zeitz. Gibt es auch Modelle, die nicht aus früherer Zeit stammen, die nachgebaut wurden? Nein, also das sind alles Originale, die Sie hier sehen können. Es gibt aber ein paar Besonderheiten. Zum Beispiel stehen wir hier vor einem Wagen. Das ist kein richtiger Kinderwagen, sondern das ist eine Spielkutsche. Die ist auch noch älter und da sind also Kinder drin gefahren. Da hat man eine Ziege davor gespannt oder so, um zu spielen. Also das ist so, um den Besuchern deutlich zu machen, es gibt halt auch so ein Übergangsfeld. Es gibt Wiegen, es gibt Stubenwagen und Kinderwagen haben dann eben die besondere Funktion, dass man damit Säuglinge außer Haus transportiert. Können Sie über einen Kinderwagen eine ganz besondere Geschichte erzählen? Ja, es gibt einen Kinderwagen. Da kam ich mal in das Büro von einer Kollegin, die eben hier die Kinderwagensammlung auch betreut und diese schöne Ausstellung vorbereitet hat, die Frau Rudolph. Und die hatte eine junge Mutti zu Besuch. Die hatte ein ganz kleinen Säugling auf dem Arm, ein neugeborenes Baby. Und zählte dort ihr Geld vor auf dem Tisch. Ne? Und ich habe eben mich gewundert, was da vor sich geht und gefragt. Und dann erfuhr ich, dass die junge Frau sich also bei Zekiva im Fabrikverkauf einen neuen Wagen kaufen will, weil sie eben gemerkt hat, dass der alte, den sie zwar schön fand, in dem sie selber gefahren war aus den 60er Jahren, ja, nicht mehr so zeitgemäß und so komfortabel für das Baby ist. Und den Wagen hat sie uns geschenkt und wollte von uns eben nur gerade so viel Geld, dass es reicht, dass sie sich ihren Wagen bei Zekiva dann kaufen kann. Möchten Sie uns etwas Geschichtliches über die Kinderwagen erzählen? Mit den Kinderwagen, es ist so eine Sache, die meisten Leute fragen sich, warum eigentlich ausgerechnet um die Mitte des 19. Jahrhunderts auf einmal Kinderwagen wichtig wurden. Vorher gab es ja auch Kinder und die sind halt anders transportiert worden. Da gab es Tragetücher oder vor allem Mäntel hier in unserer Region, das waren Umhänge. Und die waren aus einem etwas festeren Stoff, sogenannte Hockmäntel. Und da hat man im Prinzip nur hier so eine Schlaufe gebildet und hat da das Kind reingesetzt. Und das hat dann das Gewicht vom Kind hat man dann nicht nur auf dem Arm gehabt, sondern hat das ein bisschen auf die Schultern auch verteilt durch den Mantel. Aber Kinderwagen sind eben Mitte des 19. Jahrhunderts aufgekommen. Und das hat was damit zu tun, dass sich die Familien zu dieser Zeit geändert haben. Hier hat es eine ganz starke Industrialisierung gegeben. Und wir wissen, dass die Familienväter oft 10, 12 Stunden außer Haus waren, um in den Fabriken zu arbeiten. Und damit mussten die jungen Mütter, auch wenn die Kinder noch ganz klein waren, halt Besorgungen außer Haus erledigen. Und dazu machte es sich notwendig, dass man ein Beförderungsmittel für die Kinder hatte. Und noch was Zweites kommt hinzu, um diese Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts, und um die Jahrhundertwende wurden auch Stimmen laut in der Medizin, dass es gut ist für die Kinder, wenn man die an der frischen Luft bewegt, wenn die Luft bekommen, wenn die Sonne bekommen. Also das nennt man Reformbewegung. Deshalb war es eben auch notwendiger, dass man was hatte, wo das Kind sicher lag und wo man es gut außer Haus mitnehmen konnte. 1996 eröffnete das Museum anlässlich des 150-jährigen Jubiläums des Kinderwagenbaus in Zeitz. Inhaltlich erweitert und neu gestaltet auf einer Fläche von 600 Quadratmetern. Die Kinderwagenausstellung des Museums Schloss Moritzburg
ist aufgrund ihrer Größe und Geschlossenheit einmalig in Deutschland. Sie wird in jedem Jahr von mehr als 20.000 Gästen besucht. Doch was hat es mit den Nummernschildern für Kinderwagen auf sich? Lustig ist für unsere Besucher zu sehen, dass man für Kinderwagen als die neu waren Nummernschilder brauchte, wie heute für die Autos. Und es war verboten, mit den Kinderwagen auf den Bürgersteig zu fahren. Die hatten 4 Räder, wie eine Droschke, wie eine Pferdekutsche und mussten deshalb auf der Straße fahren. Also ganz anders, als man das heute kennt. Die Tür zum Deutschen Kinderwagenmuseum im Schloss Moritzburg in Zeitz steht Ihnen von Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr offen.